Oh, fast hätte ich es vergessen, Herr Bürgermeister. Jemand Neues ist heute in die Stadt gezogen. Bestimmt freut sich jeder Einwohner über eine offizielle Begrüßung des Bürgermeisters. Und damit hallo, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf. Oh, es schaut doch schon gleich viel voller aus mit 6 Bewohnern. Ich dachte mir, wir spulen jetzt doch einen Tag. Oh, eine neue Blume ist hier entstanden. Eine Lilie, glaube ich, soll das sein. Ja, einfach, gucken wir mal, die Bäume wachsen alle, supidupi, auch hier unten, hoffentlich, damit wir schön hier bald ein bisschen Money bekommen, ja, super, genau, und zwar, heute zieht ja eben ein neuer Bewohner ein, ich habe schon leider seinen Namen vergessen, ich glaube, er heißt irgendwie Hippo oder so, wir haben uns ja auch nicht spoilern lassen, haben wir gesagt, wir werden uns jetzt gemeinsam überlegen, naja, was uns so einfällt, was wir mit ihm so machen können und so, genau, und ja, darum geht es jetzt auf jeden Fall als erstes, dann wollen wir ein paar Briefe schreiben, und auf jeden Fall in die Dings gehen. Oh, hallo Coco. Na, bei dir? So, alles gut? Guten Morgen. Hoffentlich wird heute ein guter Tag. Hops, hops. So, wolltest du irgendwas? Unterhalten wir uns. Oh, kann ich dich mal was fragen? Wow. Guck mal. Habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Gefällt's dir? Ehrlich, ich will nicht übertreiben, weil dann heulen die Bewohner manchmal. Aber ich finde es so eine 8 von 10. Ich würde sagen, das ist dann hier. Und ist es also in Ordnung? Ja, das ist schön. Dann trage ich es mit Stolz. Weißt du was? Ich habe mir sogar 2 Outfits gehabt. Behalt doch das eine. Ja, danke dir, weil dieses Bad Boy T-Shirt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist dir das wirklich ausgefallen oder nicht? Naja, steht hier bestimmt. Einfach, ne? Du weißt, glaube ich, wie man Sachen. Eine Winterstrickjacke im Frühling. I mean, manchmal ist es auch noch kalt. Beziehungsweise, wenn ihr seht, ist ja eigentlich schon Juni. Aber hier ist ja gerade Ende. Oh, okay, ich bleibe beim Bad Boy T-Shirt. Oh Mann, okay. Wir gehen jetzt noch schnell hier ernten. Und dann gehen wir in die Einkaufsmeile, würde ich sagen. So. Beziehungsweise schreiben wir erstmal einen Brief. Und dann gehen wir in die Einkaufsmeile. Nachdem wir unseren neuen Bewohner kennengelernt haben. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Nope, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, da ist er nämlich. Ah, er ist auch recht. Ah, 2 Blöcke. Ja, perfekt. Dann können wir hier vielleicht so eine Straße durchziehen. Naja, wie heißt er denn noch gleich? Es ist Pippo, ich hab's eh nicht gesagt, ne? Ich kann mir gar nicht so unter vorstellen. Wie gesagt, ich glaube, ein Nilpferd hatte ich auch so noch nie. Oh, ein Affe. Ja, Leute, also ich krieg hier wirklich nur meine Favorite-Bewohner. Ja, gut. Aber egal. Hey, wie gesagt, ich bin nicht so voreilig. Ich suche mir mal Pippo kurz raus. Er ist ein sportlicher. Okay. Das ist eigentlich gut zu wissen. Pippo. Moment, ich muss mir das immer ein bisschen mitschreiben, weil ich kann mir das noch nicht so ganz alles merken, wie ich die denn rede. Damit ich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr mitbekomme. Ich glaube aber, einen sportlichen haben wir auch noch gar nicht. Deswegen passt das eigentlich. Sportlich. So. An was erinnert mich der Typ? Er ist ja schon, weiß ich nicht. Er schaut ein bisschen asiatisch aus. Okay, wir reden jetzt erstmal mit ihm. So, guten Tag, mein Lieber. Wollen wir ihn so richtig energiegeladen, euphorisch sprechen? Er hat, by the way, auch einen interessanten Floskel. Er sagt nämlich Kikiki. Ja, da kann ich mir, glaube ich, was drunter vorstellen. Euphorisch, ich schreibe mir jetzt einfach mal auf, euphorisch, energiegeladen. Energiegeladen. Floskel ist ja Kikiki. Schreibe ich mir auch immer dazu, weil ich meine, so ein Floskel, der charakterisiert die dann doch ganz gut, die Bewohner, finde ich jetzt mal. So, ja, okay, und dann weiß ich nicht, wir probieren es. Es kann immer so ein bisschen abweichen. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, sich das Ganze zu merken. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Miesepeter, hochnäsig, schwungvoll, ausgeglichen, Schlafmütze und sportlich. Supi, das sind tatsächlich schon fast alle Typen in New Leaf. Ich glaube, noch 2 Stück fehlen. Aber hey, wir haben noch 4 Plätze, also mal schauen. Ja, wer bist denn du? Du sollst doch besser nicht an mich ranschleichen. Moment mal, du musst Noni sein? Von der habe ich schon viel gehört. Endlich lerne ich dich kennen. Tut mir leid, dass ich dich angefaucht habe. Ich weiß ja nicht, dass du das bist. Ich bin Pippo. Ich bin heute erst hergezogen. Und das glaubt er oder nicht. Ich bin wegen dir hier. Ich habe gehört, dass du Blättner in einen richtig aufregenden Ort verwandelst. Und naja, da dachte ich, packe ich meine 7 Sachen und komm her. Um Sport machen.
Okay, aber was mit deinem Floskel? Soll ich dir was verraten? Manche meiner Umzugssachen sind zum Rand mit Sand gefüllt. Wenn ich für den Umzug schon mein Training unterbrechen muss, naja, dann immerhin so. Oh Mann, die sind echt immer übermotiviert. Ja, aber ich finde, so kommt der ganz gut rüber. Soll ich dir was verraten? Manche meiner Umzugssachen sind bis zum Rand mit Sand gefüllt. Habe ich dir schon gerade erzählt? Naja, ist doch Schnuppe. Ja, okay. Er ist ganz okay. Ich sollte nicht so voreilig sein. Pippo ist natürlich, macht im Nachhinein irgendwie Sinn. Ich finde es cool, als so ein Name für einen Affen. Passt eigentlich ganz gut, ne? So. Bevor wir jetzt gehen, schreiben wir, by the way, noch einen kleinen Brief, würde ich sagen. Beziehungsweise zwei kleine Briefe. Ich würde tatsächlich erstmal sagen, wir schreiben, Brief schreiben an Zukunfts-Ich. Genau, man kann ja so Zukunftsschachteln machen. Nee, er ist jetzt hier nicht dabei, ne? Ich möchte, genau, an Pippo. An Pippo. Eigentlich finde ich das nicht so toll. Wir machen mal lieber Pippo. Ist doch, kommt auch viel persönlich. Lieber Pippo. Willkommen. So, auf Blütle, genau. Ist eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Name. Willkommen auf Blättle. Ist auch schön, wenn der Bürgermeister einen so empfängt, so eigens, ne? Willkommen auf Blättle. Freut mich. Eine. Passt auf, Leute. Sehr kreativ. Affen. Geile. Zeit. Mit. Ich glaube, jetzt müssen wir mal tauschen. Mit dir. Haben zu werden. Das ist, glaube ich, kein gutes Deutsch, aber egal. Freut mich, eine affengeile Zeit mit dir. Haben. Verbringen. Haben. Zu werden. wie gesagt, ist nicht das beste Deutsch, aber egal. Ausrufezeichen. Wo gibt's das hier? Nope, hier nicht. Symbole. Machen wir so. Ja, das finde ich toll. Von Noni. Ja, super schön. Okay. Dann, wollen wir noch eine Orange reinpacken? Ja, komm. Achso, warte mal. Kann ich das so machen? Jawohl, okay. Dann würde ich sagen, wir schreiben noch einen weiteren Brief, weil wir jetzt gerade das haben. Wen schreibt man denn noch? Wollen wir noch Karl schreiben? Coco? Frieda? Frieda, wer ist Frieda? Ah, die Hochnäsige. lieber Frieda, genau. Moin, moin Frieda. Nächste. So, wir haben sie heute noch nicht gesehen. Nächste Woche. Bester Brief. Bock auf Shoppen. Weil sie ist ja so ein. Wir haben ja gesagt, wir sagen so, sie ist so ein Großstadtmädchen. Sie liebt es zu shoppen und. Genau. Nächste Woche Bock auf Shoppen. Warte mal. Shoppen. Fragezeichen. Jetzt aber, jetzt muss wirklich ein Fragezeichen her. Warum gibt es hier so ein F? Fehler einfach. Sie verbessert. Sie schickt mir einfach so zurück. So funktioniert das. Cool. Jetzt bin ich das alles hier durchgegangen, oder? Meine Güte, wie viele Symbole. Nein, sind das denn? Passt auf, jetzt kommt's gleich. So. Ah, ich wollte ja ein Fragezeichen eigentlich, fällt mir gerade auf. Naja. Achso, das bleibt ewig lang so. Ansehen. Von Noni. Perfekt. Und es ist zwar ein bisschen asozial, aber ich habe die gerade geschenkt bekommen und schicke sie jetzt einfach weiter. Weil ich meine, es passt halt gerade so ein bisschen was zum Einkaufen. Dann passend dazu halt was zu schicken. So, ich würde sagen, sehr kreative, sehr tolle Briefe. Ich würde jetzt noch kurz hier hinten in die Ecke gehen, weil... Naja, guck mal, da gibt es nochmal was zum Abernten. Ist zwar jetzt doof, dass ich nicht alles an einem Tag geerntet habe. Oh, habe ich überhaupt so viel Platz? Ah, sehr gut, okay. Ich werde es jetzt auch nicht zusammenfassen, so I guess, für was. Übrigens, Leute, ich dachte immer, dass man nur von links anfahren kann, wenn ihr euch erinnern könnt.
So, aber man kann tatsächlich auch von rechts anfahren mit dem Zug, wenn man halt in das Spiel reinstartet, habe ich letztens gesehen. Habe ich auch noch nicht gewusst, so. So, ein kleines Fossil. Das Graben hat sich doch gelohnt, jawohl. Und es gibt ja eigentlich 4 am Tag, deswegen gucke ich mal, ob wir irgendwo noch unser 4. finden. Ja, perfekt, da ist es doch. Wobei, wir haben ja 1 oder 2 schon... Oh, wer ist denn so gemein? Oha, na, wartet mal, dass das... Ach, wieder vergraben. Da werde ich sowas von reinlaufen mal. Wer ist denn so fies, bitte? Ah, ich kann leider nichts mehr. Wisst ihr was? Ich... Ziemlich gemein. Ich fliege da jetzt auch nicht rein, weil das ist ziemlich fies von denen. So, ich bin noch nicht mal eine Woche gefühlt hier Bürgermeister. Was denken die sich? Ja, komm, wir pranken jetzt mal so richtig. Ziemlich fies. So, ich werde jetzt auch weiterhin erstmal verkaufen. Ich nehme es jetzt doch mal mit. Bei Nepp und Schlepp. Ich denke mal, bis sie ihr erstes Laden-Upgrade haben. Oder einmal, bis ich so einen kleinen Anfangsgeld habe. Ich habe, by the way, gesehen, dass es hier was Neues gibt. Noni ist jetzt neuer Bürgermeister von Blättle. Auf seinen Zukunftsplänen sind wir sehr gespannt. Du und ich erst. Ja, genau, das sind alle. Wir schreiben heute nichts. Heute gibt es ja nichts zum Ankündigen. Oder? Nee, ich dachte mir gerade, ich schreibe irgendwas Unnötiges wie Augen auf beim Eierkauf oder so, aber das ist irgendwie jetzt unnötig. Wir gehen jetzt erstmal ins Postamt. Ich hoffe, wir brauchen dafür jetzt kein Ding. Ich gucke auch gleich bei Tom Nook vorbei, stimmt, das müssen wir auch noch. Wir müssen ja unseren tollen Kredit noch abholen. So, Hallöchen, meine Lieben. Willkommen im Postamt von Blättle. Na, was kann ich für dich tun? Nach Geschenk fragen. Ah, das können wir danach mal probieren. Vielleicht habe ich ja eins. Jemand in Blättle. So. Leg einfach die Briefe rein. Ja, perfekt. Aber ich habe sie gar nicht verschlossen. Aber ich glaube, das geht auch gar nicht. Das macht die gute Pella. Ellie. Wie auch immer. Für uns schon. Denke ich mal. Genau. Gut, ich werde die Post für dich verschicken. Danke für deinen Besuch im Postamt. Oh, danke dir. Also Post verschicken. Tatsächlich, die Bewohner reagieren hier auch ein bisschen anders als in New Horizons. Die sind ja an sich einfach ein bisschen... Oh Gott, da steht noch nichts von Kredit abzahlen. Ein bisschen mehr Interaktion gibt es einfach in diesem Spiel mit den Bewohnern. Das finde ich einfach ein bisschen schöner. Was ich damit meine, das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. So, jetzt kann ich sie wegpacken. Ich habe ja Platz. Danach gehen wir ins Museum und dann gehen wir zu Nepp und Schlepp. Genau. Ich denke mal, wir spenden erstmal alles ans Museum. Hallöchen, mein Lieber. Ja, willkommen, willkommen. Oh, willkommen, Noni. Hast du die Vorbereitung für deinen Einzug getroffen? Ich habe schon mal ausgerechnet, wie viel das Ganze kostet. Ja, ja. Natürlich fürs erste Haus. Ja, wird schon mal ganz ordentlich. Für mich hier ein bisschen eintrudern. 10.000. Komm, 10.000. Nein, du. Nein, im Moment verlange ich doch keinen einzigen Sterni von dir. Ich bin so großzügig, meine Güte. Jetzt komm schon, mach mal. Ja, ja, ist okay. Ich weiß, ich sammle Früchte schon vielleicht. 10.000 fürs erste Haus. Ich meine, das geht eigentlich. Auch wenn er mich eh wieder abzieht. Wahrscheinlich. Oder du schläfst weiter in einem Zelt und... Boah, das ist ja gemein. Also, oder du schläfst im Zelt und... Ja, ne. Wenn du halt auf 10.000 Sternis... Ja, ist okay. Ich werde mich bemühen, es so schnell wie möglich abzubezahlen. Ich habe ja schon viel verdient. Ich denke mal, heute werden es so 2.000 sein, die wir bekommen. Ich habe ja so 2 9er-Stacks im Schnitt. Ja. Wobei, ich würde tatsächlich vielleicht nachher doch schon mal in die Fundgrube vorbeischauen und gucken, wie viel man dafür eine einzige Orange bekommt. Ich wollte schon wieder Birne sagen. Naja, willkommen, willkommen. Natürlich erstmal den Kescher. Dafür gehen halt jetzt wieder 500 drauf dann. Möchtest du was? Ja, ich möchte verkaufen, mein Lieber. Und zwar möchte ich... Die Falle behalte ich jetzt mal. Die kriegt irgendjemand sowas von zurück. Das könnt ihr mir glauben. Ah, ich wollte zuerst ins Museum. Verdammt. Aber egal, ich spende eh alles. 1600, das ist ja gemein. Und ich wollte eigentlich eine behalten, fällt mir gerade auf. Aber gut. So, danach brauche ich jetzt nochmal den Kescher. Auch mit dem weiß ich schon, wie ich umgehen muss. Dann gehen wir jetzt doch nicht mal ins Museum, sondern vielleicht tun wir heute schon das eine oder andere. Du, kein Problem. Ich weiß Bescheid, wie man auch einen Kescher benutzt. Es sagt schon der Name recht aus. Wollen wir uns mal einfach hier sowas... Wie viel ist denn so ein A-Orient-Tisch? Ja, genau. Nee, okay. Das heißt, mit Kaufen, naja, dauert es noch so ein bisschen. Ich sollte aber ein paar Coins haben eigentlich. Ja, perfekt. Ich habe 98
Coins für Glückskekse. Da sind nämlich immer so ganz tolle Sachen drin, also meistens. Und deswegen, Beispielmünzen immer her damit. Können wir uns jetzt jeden Tag gönnen, weil ich habe genügend, wie ihr sehen könnt. So, und dann gucken wir doch mal, was ist in unserem Glückskeks? Dafür was sich lohnt. Das können wir dann irgendwie auch hier einlösen. Ein Glückszettel, da bin ich aber mal gespannt. Du wirst eine geheimnisvolle Schatztruhe finden. Nummer 5. Da bei ihm können wir jetzt fragen, was das Ganze ist. Oh, möchtest du was? Glückszettel abgeben, genau. So, Preis 5 bekomme ich jetzt, genau. Ich hoffe, das ist was Tolles. Vielleicht auch mal wieder was für mein Haus. Mal sehen, Nummer 5. Glückwunsch, eine Heldenhose. Hier bitte. Dankeschön. Ah, mir fällt gerade auf, ich werde ja noch mehr Geld jetzt mehr Geld jetzt noch ausgeben müssen. Vielleicht hätte ich mich jetzt schon bald dran, dann Rüben zu kaufen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich ziehe einfach mal die Heldenhose aus und schaue ich. Ach, cool. Habt ihr es gehört? Ja, jetzt kann ich sie nicht mehr ausziehen. Das ist einfach von Link. Das heißt, das sind so Easter Egg Sachen anscheinend, die man durch die Glückskekse bekommt. Oh, die brauche ich sowas von alle. Es gibt ja hier sogar so einen Wolf-Link, so einen Charakter. Oh, den kann ich nicht scannen, glaube ich. Naja, wir gucken jetzt einfach mal hier vorbei. Oder soll ich Fossilien... Na, wir gehen jetzt erstmal ein paar Insekten fangen. Muscheln beim Strand, vielleicht finden wir was beim Strand. Ich denke mal, das ist ganz gut jetzt für den Anfang. Oh ja, Leute, in der nächsten Folge muss ich ja dann auch einen neuen Bewohner hinzufügen. Eigentlich muss ich das heute schon machen, fällt mir gerade auf. Das mache ich aber dann erst in der nächsten Folge wahrscheinlich. Füge ich den dann an, unseren sechsten Bewohner, den Pippo oder wie er heißt. Genau, denke ich mal, ist besser so. Also gut, dann gehen wir jetzt erstmal am Strand vorbeischauen. Dann können wir mal zu Melinda gehen. Ah, aber erstmal. Komm her, Biene. Komm her, Bienchen. Komm her, Bienchen. Ist auch so verzögert. Na, okay, ich mach's mal jetzt gescheit. So. Dann fängt man sie auch tatsächlich. Ah, die Bienen sind so cute. Gib mir Honig, dann lasse ich dich vielleicht frei. Am besten trage ich das Ganze in mein Fangbuch ein. Das ist doch eine gute Idee. Kann ich mal ein bisschen hier shaken. Wenn man Glück hat, kriegt man ja 100 Sternis. Ah ja, okay. Oder das hier. Aber okay. Gut, dass ich meinen Kescher draußen hatte. Ach, das sind hier Bienen, das sind gar keine Wespen. Die sticht niemanden mehr ins Gesicht. Am besten trage ich auch das in mein Fangbuch ein. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, hier kann man tatsächlich gar nichts mit denen machen. Ja, das meinte ich doch. So, perfekt, kriegen wir doch gleich mal unsere 100 Sternis. Apropos 100 Sternis, wir können auch mal den Stein suchen, den Geldstein. Der ist ja eigentlich ganz schön wichtig am Anfang, fällt mir gerade auf, ne? Naja, jetzt schauen wir erstmal am Strand vorbei. Würde ich sagen. Wir haben hier nämlich direkt meine Muschel. Ich glaube ja, ich bin ja so ein bisschen geprägt von New Horizons, dass man mit allem was machen kann. Aber eigentlich hier kann man alles verkaufen, weil man braucht nicht viel. Weil man kann ja nichts craften, man hat halt seine Items und genau. Mir fällt gerade auf, ich habe einen durchgezogenen Strang, darüber bin ich sehr happy. Beziehungsweise dieses mini kleine Strandstück da am Ende, mein Gott, darauf kann ich auch verzichten. So, Muscheln. Na, meine Tasche ist ein... Ist sie voll? Oh ja, sie ist tatsächlich voll. Dann lasse ich mal die Sanddollar hier, weil die Korallen sind dann doch ein bisschen mehr wert. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Ich werde jetzt dann mal nach oben gehen. Wir gehen jetzt doch, weil ich laufe jetzt nicht extra... Ja genau, hier gibt's, das gibt es ja auch, da kann man Sachen drin lagern, ne? Wie seltsam, da ist ja gar nichts drin. Okay, da kann man irgendwann mal Sachen drin lagern. Oh, das ist ja auch hier voll schön, dass es hier so breit wird. Also ja, ihr merkt schon, ich habe große Pläne. Was ist das denn? Hä? Was war das? War das ein Geschenk oder? Ah. Es ist auf jeden Fall weg, so. Naja, dann gehen wir jetzt einmal in die Fundgrube, würde ich sagen. So, was gibt es denn hier heute? Für Folgendes bezahlen wir extra viel. Gyroiden. Perfekt. Dass ich die schon habe. Wir gehen jetzt auch in die Fundgrube, weil, naja, immer diese Ladezeit durch die ganze Stadt laufen und... Ja, weiß ich nicht. Ach, guck mal, das ist ja gut, dass wir hier vorbeischauen. Frau Rosina, ich möchte etwas verkaufen. Oh, hallo, Nepp. Was möchtest du denn? Ich habe hier eine Kassettendeck. Schau doch mal. Ah, 175 kann ich hier schon abkaufen. Kannst aber auch selbst den Preis vergeben und in Kommission geben, den...
Preis. Oh nein, dieser Preis ist voll in Ordnung, ne? Das Kassettendeck ist ja auch nichts Besonderes. Hier nur ein Restposten unseres Ladens. Ey, du kannst es auch mir mal so billig abdrehen. Ich kriege hier immer für 3000 die Sachen. Das ist ziemlich gemein, Nepp. Danke für den Verkauf. Danke, danke, ne? Ey, wenn du einmal in dem Laden Restposten anfallen, dann gerne, gerne. Ja gut, mach mal so, ne? Ich muss dann aber jetzt... Ah, musst du warten, sorry. Ich muss jetzt los, aber komm doch einfach mal in den Laden und kauf da was. Nicht hier. Ja, klar. Lauf halt noch langsamer, Nepp. Ach, bitte entschuldige. Willkommen in unserer Fundgrube. Ach, du bist der neue Bürgermeister. Was für eine Ehre, das in unserem bescheidenen Geschäft begrüßen zu dürfen. Wir kaufen Möbel und andere Dinge. Draußen vor dem Laden schreiben wir immer das Top-Item des Tages an das Schild. Dafür zahlen wir extra gut. Übrigens kannst du dir direkt an uns verkaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, Sachen selbst festgelegten Preis in Kommission zu geben. Du siehst ja schon hier die ausgestellten Sachen, das sind die in Kommission. Jo, das weiß ich. Und ich meine jetzt erstmal, genau hier kann man eine Kommission aufgeben. Aber erstmal möchte ich sie kurz nerven. Guten Tag. Halt! Was fällt dir ein? Mein Schatz hat die ganze Nacht gearbeitet und braucht jetzt Schlaf. Stell ihn nicht. Mein Gott, dann soll er mal seinen Schlafrhythmus in den Sinn bekommen. Rübenpreise. 135. Ha, gar nicht mal so bad, würde ich mal meinen. So, aber jetzt erstmal gucken wir doch mal. Bin ich fies? Ja, komm, ich möchte hier irgendwie behalten. Wir geben jetzt mal nur... Ich glaube, eine Honigwabe brauche ich auch nicht. Ich glaube wirklich, ne? Nee. Eigentlich braucht man in diesem Spiel sowas nicht. Also, that's... Oh, meine Güte. Okay, perfekt. 2500 haben wir dadurch. Die Sachen, die bleiben hier meist ewig in Ausstellung, deswegen... Vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Deswegen können wir das jetzt erstmal lassen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt ein paar Insekten und bringen die gleich mal ins Museum. Jo. Kann ja nicht schaden, ne? Ah, perfekt. Das Spiel belohnt mich. Da hinten sehe ich doch mal einen... weiß ich gar nicht, wie die heißen. Einen Zitronenfalter. Wenn das Leben der Zitronen gibt, falte sie. Das ist eine gute Idee. So, und das ist ein Kohlweißling. Oh, oh. Nein, 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 nicht übers Wasser. Nein, ey, das war doch voll drin. Jetzt, ja. So, ein Kohlweißling. Heißt das nicht eigentlich Kohlschwarz? Hm, das weiß ich nicht. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir haben ja auf jeden Fall... Ah ja, okay, wir haben... auf jeden Fall genügend, sag ich mal. Weil ich habe hier gerade noch ein Fossil gesehen. Das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Jawohl. Also ich denke mal ein Fossil. Ja, tatsächlich. Das sollte jetzt aber Nummer 4 sein. Lass das Loch auch einfach... Ah, nee, okay. Hier ist einfach direkt noch eins. Ich muss sagen, ich mag das auch, dass das Rathaus sehr nah an dem Flussufer ist. Das finde ich irgendwie passend. Keine Ahnung. Auf dem Campingplatz gehen wir jetzt mal noch nicht. Aber wir können mal hier was machen. Das geht? Das wusste ich gar nicht. Jawohl, tatsächlich genau richtig. So, wir kriegen auch alles, weil man sollte nicht weiter zurückkommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, oh mein Gott, Leute. Coins für mich hier. Oh, das waren, glaube ich, 10.000. War das nicht ein 5.000er Sack? Ja. Ah, 8.000. Jawohl, wir können unseren Kredit abzahlen durch den Geldstein. Der ist wirklich sehr wichtig am Anfang, wie ihr sehen könnt. Ah, beautiful. Ah, krass. Der ist einfach OP, der Geldstein. Also ich würde ihn euch auf jeden Fall auch empfehlen für den Anfang. Ich wusste, dass das kommt, ne? Hä? Als habe ich tauschen gedrückt. Naja, dann mach's halt so. Warum auch immer das nicht gleich übereinander gesteckt wird, ne? Naja. Geil. Alles in den Geldbeutel. Oh, Leute, wir haben wirklich gerade 10.000, glaube ich, aus dem Ding bekommen. Super. Super, 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 wirklich. Sehr schön, dann gehen wir gleich noch unseren heute... Ja, das können wir tatsächlich heute machen. Unseren ersten Kredit abzahlen. Dann haben wir nämlich in der nächsten Folge schon ein Haus. Das ist doch was, ne? Das mit wie viel Zeit Rosina für einen... Für ein... wie viel Rosina zahlt für eine Ding, das werden wir noch rausfinden. Aber ist ja krass, dass ich direkt First Try geschafft habe, den Geldschein zu finden. Für eine Orange, meine Güte. Ja, ja, cool, schwarz, genau. So. Ja, dann heißt, den Rest muss ich jetzt auch gar nicht mehr mir so genau anschauen. Oh, da ist sogar ein Löwenzahn. Ist ja eigentlich Unkraut, aber in dem Spiel schauen alle Blumen schön aus, ganz ehrlich. Guten Tag, meine lieben Bewohner.
Hier ist tatsächlich recht schmal die Straße. Da müssen wir gucken, wie wir das Ganze machen. Da, wo die Brücke ja ist. So. Ja, ich denke mal, finden wir jetzt noch was? Oder wie ist das? Ich glaube nicht. Nö. Wir haben halt auch echt Glück gehabt, was die ganzen Sachen angeht. Also, was aus den Bäumen so rauskommen kann. Oh, ein Zug. Es ist ja so cool, dass es einmal random manchmal vorbeifährt. Ja, also wir kriegen gerade auf die... So, nochmal eine Wespe. Ah, ist ja eine Biene hier. Die Honigbiene und die Bienen, ne? Habe ich Platz? Perfekt. Okay. Dann können wir ein bisschen was bei Nepp und Schlepp verkaufen gehen und ein bisschen was spenden. Ich denke mal, das machen wir jetzt auch am besten, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Genau, und in der nächsten Folge haben wir dann schon unser Haus. Das ist ja kaum zu glauben. Der Geldstein ist OP. Ich sag's, wie es ist. Werde ich auf jeden Fall jetzt noch öfter nehmen in naher Zukunft, weil, naja, es bietet sich einfach an, ne? So, wo wollten wir jetzt? Genau, zuerst gehen wir ins Museum. Nicht, dass ich irgendwas zu viel mache. Der gute Eugen, der ist wahrscheinlich wieder am Schlafen, wird sich aber wahrscheinlich freuen, uns kennenzulernen. Ich hoffe, ich kann seine Stimme noch so ein bisschen. Wir werden sehen, ne? So, guten Tag, mein Lieber. Als noch kleiner bin ich tagsüber immer etwas schläfrig, müssen Sie wissen. Willkommen im Museum von Blättler. Sind Sie nicht der neue Bürgermeister? Ich bin Eugen, der Direktor. Ja, wir haben hier richtig tolle Sachen. Aber immer wenn ich den Schnabel aufmache, sprudeln die Worte aus meinem Springbrunnen aus mir raus. Tut mir leid, ich werde versuchen, das in Zukunft zu lassen. Also gut, fangen wir an. Das Museum stellt Insekten, Fische, Fossilien und Kunstwerke aus. Und alles das tun wir, um Blättle zu einer aufregenden Stadt zu machen. Im Moment haben wir ein kleines Problem. Die Zahl der Exponate beträgt 0. Super Museum. Also ich weiß nicht, von wo er das Geld hat, das Museum aufbauen zu können, ohne eine Sache, aber okay. Wollen Sie helfen? Naja, dann immer spenden, ne? So viel kann ich nur sagen. Aber ich verpflichte keinen. Du, kein Ding. Wir analysieren erstmal. So. Ich weiß gar nicht, ob er hier auch so interessante Informationen hat, wie es in New Horizons war. Da hat man tatsächlich so ein paar Sachen gelernt, die man zwar bis jetzt schon wieder vergessen hat, aber sie waren immer ganz cool. Ja, eine Menge toller Fossilien. Ich weiß. Kein Ding, du. Ich spende natürlich. So ist nicht, ne? Ich bin ja nicht so einer. Das Gute ist ja auch hier, geht Fossilien nur verkaufen oder spenden. Und ich spende jetzt alles einmal. So. Ein Trilobit. Was war denn der Rest? Megazerop. So spricht man das nicht aus. Naja. Haben wir den schon? Ich denke, das sollte alles sein, weil ein Kohlweißling und eine Biene haben wir ja zweimal. Jo. Hier tatsächlich. Sehen wir uns das mal an. Großartige Spende. Ja, alles gut. Ich vertraue dir da komplett, mein Lieber. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts. Wir müssen jetzt halt am Anfang viele Fossilien spenden. Das wird dann aber besser mit der Zeit, auf jeden Fall. Wir schaffen es heute wieder nicht in die Schneiderei, aber wir haben eh das Geld noch nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Geldstein für, nochmal. Genau. Aber, wisst ihr, was wir machen können? Wir können unsere Schulden abbezahlen und das macht mich einfach nur happy. Was soll ich sagen? Das ist einfach so toll. So. Den gucken wir jetzt mal. Ob das schon so geht. Hallöchen, Perli. Hä? Oder muss ich das direkt bei Tom Nook abgeben? Ich werde jetzt auch nichts in die Bank legen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn bei 10.000 Sternis. Ich meine, was sind schon 10.000 Sternis so, ne? So, ich werde dann demnächst, jetzt am Anfang finde ich das ganz cool, wenn man so auf diesem Existenzminimum lebt eigentlich. Wenn wir dann mal die erste Hürde geschafft haben, dann werde ich es auf jeden Fall machen. So, Anzahlung. Ja, perfekt, hier. Achso, ja, tatsächlich so geht es einfach. Du hast die Sterne dabei? Mal sehen. Ja, perfekt, genau 10.000. Na, eigentlich sind es mehr, aber gut. Sehr gut. Naja, dann die Arbeit an deinem Haus kann sofort beginnen. Was für ein Dach denn? Rotes Dach, blaues Dach, gelbes Dach oder grünes Dach? Ich würde sagen, spontan entscheide ich mich jetzt für blau. Hatte ich auch früher immer in, wie heißt es denn? In, White World. So. Jo, das soll es werden.
Was gibt's noch zu wissen? Ja, natürlich. Ich muss dir was über Umbaumaßnahmen sagen. Wenn dein Haus fertig ist, kannst du der Außengestaltung behilflich sein. Dazu gehört die Gestaltung von Dingen wie Dächern, Türen, Zäunen. Naja, was du hier so ausgestellt siehst. Ich habe jeden Tag neue Modelle, also na, immer vorbeischauen, ne? Jo, ich bin ready für morgen. Also für den nächsten Part, besser gesagt. Wenn wir dann unser Haus haben. Und ja, oh mein Gott. Die Anzahlung ist erledigt. Morgen kann ich dann endlich mein Haus einziehen und mich neu verschulden. So ungefähr über das freut er sich gerade. Gehen wir jetzt noch kurz. Ja, komm, das können wir noch ganz, ganz kurz machen. Wir gehen noch kurz in Nepp und Schlepps Laden. Ein bisschen was ausgeben, ein bisschen was einnehmen. Ja, so beides. Guten Tag, weil ich muss sagen, jetzt habe ich ja diese 2000 Sternis oder was das hier ist. Orientisch. Ja, genau, 2000 waren es doch. Ich würde sagen, wir geben es aus, weil ich weiß, dass wir den Geldstein haben. Dann kriegen wir wieder 10.000, das passt. Nehmen wir jetzt einfach alles mit. Eine Stehlert, die ist doch nicht teuer. Ja, Gott sei Dank. Alright, mein Lieber, danke dir. Wir müssen immer fleißig einkaufen, damit sich der natürlich erweitert. Oh, möchtest du was? Jo, ich möchte was. Ich möchte dir was verkaufen. Genau, jetzt wieder die Sachen. Das werde ich auch später so machen. Die Sachen, die ich überhaupt nicht mehr wie so eine Stehleiter, die werde ich dann einfach instant wieder verkaufen. Das brauche ich alles nicht, ne? Die Stehleiter passt ganz cool in mein Zelt, das ja morgen eigentlich kein Zelt mehr ist, aber ich behalte jetzt erstmal alles. 2000 Sternis bekommt man dafür. Also es lohnt sich wirklich, an Bäumen zu schütteln. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann mal eine runde Einkaufstour. Wir schauen bei Tom Nook vorbei, bei Nepp und Schlepp und auch bei Tina, Sina und... Wer ist die dritte? es ist... Nee, Smeralda noch nicht, ne? Ja gut, ich denke mal, hier an dieser Stelle kann man einen wunderbaren Cut machen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge von Animal Crossing New Leaf wieder. Die Stadt wächst und gedeiht so ein bisschen. In der nächsten Folge dann auch hoffentlich hier mit dem 6. Bewohner auf meiner Liste. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob jemand Neues einziehen wird. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wir sehen uns, habt einen schönen Tag und bis dorthin. Ciao!